Wenn über Atomenergie diskutiert wird, dann geschieht das häufig unbalanciert und ideologisch. Ein wenig beachtetes Thema im Diskurs sind zum Beispiel die radioaktiven Emissionen während des Normalbetriebs und deren Rolle als Ursache für epidemiologisch nachgewiesene Häufungen von Krebsfällen im Nahbereich um die Atomkraftwerke. Die KIK-Studie, 2007 publiziert und von der IPPNW mitinitiiert, war die bisher beste Arbeit auf diesem Gebiet. Dennoch akzeptierten Wissenschaftler verschiedener Bereiche eines nicht als Ursache für die hochsignifikanten Ergebnisse. Eben diese radioaktiven Emissionen. Sie seien um den Faktor 1000 zu gering, um überhaupt etwas auszulösen. It's a very common error to think that external radiation brings the main danger. Es ist ein populärer Fehler anzunehmen, dass externe Strahlung die Hauptursache für radioaktive Belastung, zum Beispiel von ungeborenen Kindern, ist. Eigentlich ist es nämlich interne Strahlung, die den Fötus belastet, eben wenn schwangere Frauen Radionuklide in den Körper aufnehmen, wenn diese neben Kernkraftwerken wohnen. Diese Nuklide sind zum Beispiel Tritium, überschwerer Wasserstoff, Radiokohlenstoff oder Strontium-90. Über den Blutkreislauf und die Plazenta erreichen diese Elemente das Kind schon im Mutterleib. Das Kind baut diese Isotope in seine Zellen ein. Tritium, ein Beta-Strahler, wird sogar in die Gene eingebaut. In derartiger Nähe zu den Genen kann die Beta-Partikelstrahlung diese direkt schädigen. Hier noch einmal zur Verdeutlichung. Das Kraftwerk emittiert im ständigen Betrieb Radionuklide, die von der Umwelt aufgenommen werden und in die Kreisläufe geraten. Diese Emissionen werden nur vom Kraftwerksbetreiber gemessen, der daraus einen Mittelwert bildet. Mittelwertbildung versteckt jedoch Spitzenwerte, wie sie vorkommen, wenn beispielsweise die Brennelemente gewechselt werden. An den Tagen, an denen die Spitzenwerte auftauchen, wären eine Mutter und ihr Ungeborenes einer weit höheren Dosis ausgesetzt. Verrechnet man das mit der höheren Strahlensensibilität eines Embryo und der weit unterschätzten Wirkung von Niedrigstrahlung, könnte der Faktor 1000 schnell auf Null schmelzen. Alle Messwerte stehen der Forschung nicht zur Verfügung. Die Betreiber betrachten dies als ihr Betriebseigentum. Das muss ein Ende haben. IPPNW demands to dismiss. Die IPPNW verlangt, dass der sogenannte Reference Man, der seit 1974 von der International Commission on Radiological Protection, ICRP, verwendet wird, in Ruhestand geschickt wird. Der Reference Man wird seit damals benutzt, um Grenzwerte und Standards im Strahlenschutz zu definieren. Wir wissen aber nun, dass es nötig ist, als Referenz einen Embryo heranzuziehen, nicht einen vollentwickelten, kerngesunden Mann.